So, vorweg mal als kleine Anmerkung, ich hatte das schon gesagt bei Totally Accurate Battle Simulator, wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeigucken. Ja, OBS hat mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat die ganzen Ingame-Sounds nicht aufgenommen. Ich habe jetzt schon langsam mich wieder ein bisschen beruhigt. Ich war vorher leider so völlig fertig, weil es jetzt auch das Finale von Assassin's Creed ist. Also die Aufnahme, die jetzt kommt, ist ja das Ende. Und da sind natürlich alle Dialoge, alle Geräusche in-game sind nicht dabei. Es tut mir echt furchtbar leid. Ich werde das auch jeder am Anfang jeder neuen Folge wird so eine kleine Anblendung, dass man das weiß. Okay, nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe es euch gesagt. Ich werde mal ein bisschen gucken, ob ich bei OBS. Ich weiß es nicht. Jetzt geht's auch auf einmal wieder. Wenn ich jetzt hier was machen würde, ist es wieder alles da. OBS ist irgendwie so, mal klappt's nicht. Ja gut, ich wollte es nur Bescheid sagen. Ich übergebe jetzt wieder an einen entspannten Corner, der völlig erfreut ist, völlig Spaß hat. Ich hoffe mal, ihr habt's auch ein bisschen. Gut, dann übergebe ich jetzt. Bis dahin. Tschüss. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Und ja, die letzten beiden Wochen war Päuschen angesagt. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch im Urlaub war und Ferien hatte und ja, ich war halt nicht da und konnte nicht aufnehmen. Und da wollte ich mich jetzt auch nicht stressen. Und ja, deswegen habe ich jetzt erstmal wieder Zeit gefunden, ein bisschen aufzunehmen, ein bisschen weiter zu zocken. Und ich will ja aber auch nicht jetzt hier das Künstliche in die Länge ziehen, deswegen fangen wir auch so gut es geht an. Ich muss natürlich wieder mich jetzt ein bisschen eher zurückerinnern, was überhaupt passiert ist. Aber wenn ich da die 9 von 9 oben links sehe, glaube ich, weiß ich sofort Bescheid. Denn wir haben in der letzten Aufnahme ja, sehr, sehr viel gekämpft, sehr, sehr viele Attentate auch gemacht, weil es war leider nötig. Ja, wir mussten nämlich 9 Leutnants mussten wir beseitigen. Aber wir sind ja wieder direkt hier gehasst, wie ich merke. Ist ja nicht so geil. Und was ich noch sagen wollte, ich habe das letzte Mal ja auch gesagt, dass irgendwie was los war mit dem Mikro, dass es immer so übersteuert hat. Und ist da eine Dingsbox? Was macht er denn? Nee, ich habe überlegt gerade, ob da eine Codex-Seite ist. Warte, ich guck mal da rein, ob da irgendwas, ob da irgendwas, was so aussieht wie eine Codex-Seite. Ich guck mal. Ist das eine Codex-Seite? Man kann es so schlecht erkennen. Ich erzähle gleich weiter, was ich sagen wollte. Ach komm, egal. Was soll passieren? Ich kann. Was steht über dem Gesetz, Junge? Kannst du das nochmal wiederholen? So, wir schicken unsere teure Klinge hier. Aua. So. Wir sind jetzt nicht mehr anonym, aber egal. So, was ist hier? Codex-Seite oder was? Ne, guck mal, wir waren hier schon, ne? Salat wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur plündern. Okay, das war leider umsonst. Egal. Ich wollte sagen, ich hatte letztes Mal erzählt, irgendwie übersteuern und ich weiß nicht, woran es liegt. Und es war dann in der gleichen Aufnahme auch nochmal ab und zu, wenn ich sehr laut wurde. Und wenn ich Pech habe, ist es jetzt wieder. Aber ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt. Irgendwie habe ich bei OBS so eine Rauschunterdrückung eingestellt. Das heißt, dass so ein geringes Eigenrauschen hat das Mischpult ja auch. Und das wollte ich halt so gern beseitigen. Und das habe ich halt darin wegbekommen, indem ich alles, was sozusagen was bei OBS einkommt, alles so ein bisschen leiser mache. Also alles. Minus 30 Dezibel, alles Rauschunterdrückung. Problem ist, wenn der Ausschlag dann mal über dem normalen ist, dann kann das mit dieser Rauschunterdrückung nicht mehr verarbeitet werden. Dann wird das nur einfach zu einem großen zu einem großen kratzenden, ekligen Geräusch. Und deswegen. Guck mal, hier ist nochmal irgendein Dieb, ne? Wo man den. Ach komm, scheiß drauf. Und deswegen, ja, das ab und zu übersteuert. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht ist. Ich habe die Einstellung eigentlich nur so gelassen. Ich habe jetzt ein bisschen eine andere Position zum Mikro, dass ich da nicht so frontal reinquatsche. Und wenn ich mal hier mich ein bisschen aufrege und mal ein bisschen lauter werde, hoffe ich mal, dass es nicht übersteuert. Ich gucke mir das dann nochmal an. Also sollte es noch öfter vorkommen, muss ich mir das nochmal genauer angucken. Aber ich will eigentlich auch nicht, dass es hier so ein kleines Grundrauschen hat. Das hört man nämlich auch, wenn die Game Sounds eigentlich doch immer relativ überwiegen dann doch ab und zu mal raus, so wenn man genau hinhört, vor allem jetzt, wenn man mit Kopfhörer guckt oder so, und das will ich eigentlich nicht. Nur mal, um das mal zu erzählen, wir müssen ja eh gerade mal ein kleines Stückchen laufen, ne? Ich denke mal, ich hoffe mal, dass ich hier richtig laufe. Alles klar. Sie sehen auch irgendwo eine Codex-Seite, das haben wir ja letztes Mal auch noch mitgemacht, fällt mir gerade ein.
Meine letzte Folge echt produktiv, das sind wir, alles klar. Gut, mal gucken, wie es weitergeht. Stimmt, wir haben ja letztes Mal dann aufgehört, nachdem wir die Leutnants alle gekillt hat. Was ist hier los? Seit wann? Wenn ich fragen darf, seit wann ist denn die Brücke kaputt oder ist es eine andere? Ich habe noch nie gesehen, dass hier so eine kaputte oder noch nicht fertige, wahrscheinlich eher. Noch nicht fertige Brücke ist. Genau, wir waren ja letztes Mal sehr produktiv. Wie komme ich denn darüber? Ja, wahrscheinlich da, ne? Genau, da haben wir halt auch die Codex-Seiten gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil danach hatten wir halt direkt aufgehört, weil die Stunde auch um war. Und deswegen wissen wir jetzt noch gar nicht, wie die Reaktion darauf ist, was wir jetzt so erfolgreich geschafft haben. Ich hoffe mal sehr erfreut. So. Wieso habe ich mir eigentlich was auf der Karte markiert, sehe ich gerade. So, wir werden sicherlich jetzt. Hier wollte ich gar nicht hin. Wir werden jetzt sicherlich zu unserem Stützpunkt, sag ich mal, zurückkehren. So, ich hoffe mal, ich komme hier einigermaßen rum. Jo. So. Auch wenn es unsere Heimatstadt ist, so ganz kennen die mich hier doch noch nicht aus. Ach, guck mal, wir sind doch nicht in unserem Stützpunkt. Ach, hier sind wir. Ach, hier hat alles angefangen. Ne? Hier haben wir, ganz eine Riesenschlacht gehabt. Und dann war es am Ende gar nicht das, was wir machen sollten. Egal, mal gucken, wie es weitergeht. Oh fuck. Ja, los, take it. Oh nein, ein Typ, der nicht weiß, was er tut. Den alten Apfel beschaffen. Ja, komm, los. Wache töten, okay. Warte, ich wechsle mal kurz auf. Oh nee, wieso? Nein! Den holen wir uns aber. Ey, Alter, Junge! Was ist denn hier los? Ja, die habe easy bekommen. Shit. Naja, egal. Sag mal, springst du? Noch Ezio, ich. Was machst du denn hier? Super. Ja. Also, ich habe meinen Skill auf jeden Fall behalten über die Ferien. Ja, machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Okay, also der Edenapfel ist jetzt gerade in den Händen. Wahrscheinlich weiß der Typ gar nicht, was er tut da mit dem. Also was der Edenapfel überhaupt kann. Also, weißt du? Der ist doch hier lang, oder? Dann können wir noch eine kleine Abkürzung nehmen. Können hier auf ihn warten hier. Aua. So. Wo geht er hin? Hier hoch? Okay. Junge. Kann nicht sein, dass so ein Affe schneller ist als wir. Wir haben doch schon ewig Übung. So, machen wir hier so ein bisschen quer. Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Kann es das sein, dass wir es schon mal gemacht haben? Wir haben das ja schon mal gemacht, so eine Verfolgungsjagd. Das war genau hier auch, oder? Achso, oh, muss ich jetzt auch noch weg? Sag mir das mal jemand. Ich dachte, jetzt ist Schluss. Okay, jetzt muss ich mich wahrscheinlich noch anonym werden. So, wenn ich jetzt schaffe, hier reinzugehen. Okay. Ich hatte gerade, also wir haben doch schon mal so eine Verfolgungsjagd gemacht. Und das war wie so eine Art Zeitreise. Wisst ihr das noch? Das war so ganz komisch. Da waren wir in der Realität und dann sind wir da. Genau, wir waren in der Realität. Und auf einmal, also hier nicht hier, sondern da, wo wir mal in den Animus steigen. Und da waren wir dann auch, hatten wir auf einmal so einen voll den krassen Flashback irgendwie, dass die Realität und ich fällt mir das Wort gar nicht ein. Anonymous, Ammo. Das Ding, wo wir uns reinsetzen, ne? Das Teil. dass das so verschmolzen ist. Und da hatten wir doch so eine Verfolgungsjagd mit so einer Frau, weißt du? Daran musste ich gerade denken, weil das Setting war irgendwie ähnlich gerade. War wahrscheinlich Zufall, sollte nichts bedeuten. Also denke ich mal. Oh, stehen ist immer nicht gut. Das ist nur doof, wenn ich hier durchsprinte.
Dann drücke ich immer Leertaste, also halte ich die gedrückt, weil man dann schneller ist. Problematisch dabei ist, wenn ich bei Leuten vorbeigehe und Leertaste gedrückt halte, dann klaue ich bei denen immer was. Und dabei wird dann immer mein Ansehen oben links immer ein bisschen, naja, ein bisschen benachteiligt. Das ist immer ein bisschen eine doofe Kombi. Achso, wir müssen ja auf die andere Seite jetzt wahrscheinlich, ne? Kommen wir hier irgendwie rüber? Weil das vorne sind Wachen, die wollte ich eigentlich gerne umgehen. Egal. Ja, ich weiß. So, müssen wir nicht über die Brücke. Müssen ja eh hier lang. So, hier rüber. Zack und zack. Diese Leute, die immer vor uns wegrennen, die machen einen immer ganz nervös. So. Und weiter geht's. Sie haben jetzt den Apfel hier in unserer Tasche irgendwo, hoffe ich mal. Vielleicht war das Fake, aber bestimmt nicht. Sowas gibt's hier nicht. Fake gibt's hier nicht. Oh. Okay. Okay, ja gut. Hoffen wir mal, dass wir den jeden Apfel auch behalten können und nicht gleich wieder loswerden durch irgendwie. Naja, ihr wisst ja, wie das lief. Letztes Mal, vorletztes Mal. Wo so hinterlistig gekillt wurden. Oder, na, nicht gekillt, aber außer Gefecht gesetzt wurden. So, wo muss ich hin? Ja, ich bin direkt neben dir, Junge. Was ist denn hier los? Ach, da ist er. Ah, ja. Oha. Das ist hart. Ob wir das jetzt. Der ist doch bestimmt Zeuge, oder? Der kann uns doch bestimmt irgendwelche Informationen geben. Ich muss ihn jetzt bestimmt retten, oder? Warte, warte. Waffenrad? Achso, darf ich gar nicht. Ich hätte jetzt ihn erschossen, aber das wurde jetzt automatisch gemacht. Ja, super. Ich hätte gerne mal ein paar Infos gekriegt von ihm jetzt. Sind wir jetzt Freund oder Feind des Volkes? Würde mich mal interessieren. Die sind alle voll verwirrt wahrscheinlich, ne? Okay, die Musik klingt gut. Da wurde aber ein Machtwort gesprochen, ne? Das könnte man in die heutige Zeit auch ganz gut mit reinnehmen. Oh, Sequenz 13 beendet. Man fragt sich, was kommt denn noch? Oh, kommen wir jetzt in die Realität? Oh, das würde ich cool finden. Das würde ich cool finden. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende, oder? Aber ich will hier nicht.
Quatsch erzählen. Aha, Codex-Seiten gefunden. Ist das jetzt unsere letzte Aufgabe oder was? Wir haben jetzt, guck an, wir haben schon 27 Codex-Seiten, so, ne, durch Zufall nicht, aber wir haben jetzt nicht immer so ultra drauf geachtet. Ach, wir sind jetzt hier. Alles klar. Ach so, ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Anzeige, weil wir bei unserem Onkel sind. Ja, da bin ich ja fast so ehrgeizig und würde gerne die anderen drei finden. Die Frage ist halt nur, wo? Wo? Also in unserer Heimatstadt auf jeden Fall nicht, glaube ich. Da haben wir so gut wie, haben wir eigentlich alle gefunden. Da waren wir jetzt echt der letzte Folge sehr eifrig. Letzte Aufnahme, meine ich. Wo könnten noch welche sein? Das ist bestimmt nicht erforderlich, glaube ich. Für die Beendigung des Spiels, aber ich würde fast gerne wissen. Was ich noch fast lieber gerne wissen würde, war, das kann ich auch nochmal zeigen. Und zwar das hier. Warte, warte. Oh Gott, wo war das denn? Ne, DNA natürlich nicht. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Wo war denn das? Verschwörer, was ist das überhaupt hier? Ach, guck mal, Alter, krass. Guck mal, hier kann man sehen, wie die alle zusammenhängen. Was ist das hier? Die Passi. Ach, guck mal, wir haben alle gekillt, außer ihn. Sehe ich das richtig? Gelistet, unbekannt. Alter, wie krass. Stimmt, den Oberboss. Ach, den stimmt. Oh, da bin ich so aufgeregt. Den hätte ich ja schon 20 Mal kriegen können. Aber das Spiel wollte das nicht. Ich suche. Guck mal hier, wie schick wir schon sind. Ach, guck mal. Also, wir sind noch nicht. Es gibt nur was, was gesperrt ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel noch ein bisschen geht. Ich suche aber was, was ich gerade nicht finde. War das hier? Nee, war nur die Karte. Weißt du das, was wir da, was an den Hauswänden immer war, was man irgendwie einscannen konnte und dann, woraus sich so eine Story ergibt, auch was mit dem Apfel zusammenhängt? Das finde ich sehr spannend. Oh, wir können mal hier ein bisschen aufmotzen, ne? Bei unserem Architekten mal ein bisschen. Das wäre gut. Und die Frage ist auch, ob wir jetzt alle Assassinengräber schon abgecheckt haben. Weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig, aber wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich glaube, wir gehen erstmal zu unserer Sister, sagen wir mal den Cache. Oh. Ach doch, ich dachte, die sind weg. Hören wir mal das Cache ein. Und, genau. Und dann können wir eigentlich mal, mal unsere Stadt ein bisschen upgraden. Obwohl ich nicht weiß, ob es beim Schmied eventuell schon wieder neue Sachen gibt. Soll ich mal fix gucken? Warte, ich guck mal, ich komm, wir haben jetzt so viel Zeit hier. Ich guck mal beim Schmied, ob es was Neues gibt. Weil ich würde fast lieber darin investieren. Oder, warte mal. Erstmal gucke ich, ob ich den Schmied geupgradet habe. Eins nach dem anderen. So. Haben wir den Schmied denn schon geupgradet? Das wäre, glaube ich, ganz schön teuer. 12.000. Guck mal, die kriegen wir nämlich auch noch Rabatte. Machen wir das mal als allererstes. Jetzt gehen wir zum Schmied hin und gucken, ob es da was Neues gibt. So, wenn da was Neues. Wenn es da was Neues gibt, dann holen wir uns das nämlich auch direkt. Weil wir haben jetzt ganz schön viel Kohle und ich würde die eigentlich dann auch gerne dafür nutzen, weil ich meine, ganz ehrlich, mir ist die City jetzt hier nicht so wichtig, dass ich hier alles voll aufwirbeln möchte. Lieber selber so ein bisschen besser sein. Erstmal gucken wir, ob es hier was Neues gibt. Ne, gibt es nichts Neues. Waffen. Da haben wir eigentlich das Beste auch schon, oder? Hier das Ding. Das macht alles nur schlecht. Das habe ich ja letztes Mal schon. Alter, oh, Alter, ja, Alter, ihr Schwert. 42.000. Nee, sorry, das tut mir leid. Das ist nicht so viel. Krummsäbel, bisschen mehr Schutz, aber das ist ja auch nicht wert. Kleine Waffen haben wir eigentlich letztes Mal auch schon was Gutes geholt hier, ne? Das ist der Dolch, genau. Munition sind wir eigentlich auch fast. Na komm, hier. Wenn wir schon mal hier sind. Und reparieren können wir eigentlich auch noch mal. So. Okay, also außer das Schwert von unserem altbekannten alten Ihr. Nee, das hole ich mir nicht. Das ist mir nicht wert. Also 42.000 nur, damit das ein bisschen besser ist. Ich glaube, wir kommen auch so klar. Am Ende ist es eh wirklich eine Skillfrage. Würde ich sagen. So, okay. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt nochmal zu unserem Kumpel hier gehen und gucken mal, ob wir die Stadt noch ein bisschen upgraden können. Die Frage ist halt nur, was kann man denn hier machen? Stadt, wer? Entweder Schneider? Verkauf Kleidinger, was soll ich da eigentlich, oder? Also das steigert alles den Wert der Stadt, Kunsthändler. Die Reno steigert den Wert der Stadt, das ist eigentlich alles, ne? Enorm, eine Bank. Schneider. Was soll man denn da kaufen? Ach komm, wir machen erstmal gar nichts. Weil, was bringt uns das, was ist das hier?